Ja, herzlich willkommen bei Steine im Weltall. Ich nehme euch heute mit an den Basteltisch, um ein Set aus der Vergangenheit zusammenzubauen. Es erschien im Jahre 1988. Es ist die Setnummer 6848 von Lego. Der Name des Sets Strategic Pursuer aus der Futuron Space Serie. Typisch für die Futuron Space Serie waren im Übrigen damals die Farben Weiß und Schwarz für, ich sage jetzt mal, die Gehäuse, Cockpits etc. von den Raumschiffen und eben auch so einem kleinen Mech, wie ich ihn hier gerade aufbaue. Die Lichter waren in Rot gehalten und die Cockpitscheiben in Trans Dark Blue. Was kann man noch erzählen zu dem Set? Nun, wie gesagt, 58 Teile, relativ zügig aufgebaut, macht dennoch ganz viel Spaß, dieses Set aufzubauen. Er hat Greifarme, die sich bewegen lassen, die Kufen lassen sich abkippen. Man hat also eine gewisse Mobilität und kann also mit diesem Set wunderbar etwas darstellen, dass sich ein Mech durch die Gegend bewegt. Und er kann auch mal was in die Hand nehmen, sprich jetzt hier Werkzeug, Schraubenschlüssel oder was einem halt im Spiel so einfällt. Für die Steuerung des Mechs hat die Minifigur einen kleinen Sitz und anders wie bei vielen Sets aus der Spear-Serie, er hat nicht irgendwie einen Computer eingebaut, sondern man wird es gleich sehen, es sind kleine Schalthebel drin, ich baue sie hier gerade ein, mit denen sich der Mech steuern lässt. Lässt sich der Minifigur auch gut in die Hand geben, man muss es ein bisschen ausrichten, aber wie gesagt, ihr seht schon anhand vom Video, das Set ist relativ zügig zusammengebaut, macht echt viel Spaß und ja, wie ihr jetzt im Bild sehen könnt, ich habe diesen Mech nicht nur einmal, sondern insgesamt dreimal auf der Platte stehen. Ja, und genau diese Mechs werdet ihr demnächst dann auch auf Pandemica sehen, da kommt nämlich demnächst ein Update von einer Baustelle und da werden die dann zu sehen sein. Freut euch schon mal drauf. Ich sage danke fürs Einschalten bei diesem kurzen Video und bis zum nächsten Mal bei Steine im Weltall.